Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. In der heutigen Folge wollen wir jetzt das Schlafzimmer hier fertig machen und direkt im Anschluss den ganzen Garten hier abrasieren. Und ja, würde ich sagen, fangen wir auch direkt gleich an. Brauchen wir jetzt mal auch Möbel. Tapeziert haben wir ja schon. Schlafzimmer hier. Betten. Wir fangen erstmal. Die gab es vorher auch nicht, oder? Die sind auch neue. Da würde ich aber sagen, wir nehmen irgendwie ja, sowas in der Richtung. Rahmen. Ah, nehmen wir. Was ist jetzt kühle Asche? Ach, das da. Nehmen wir hier vielleicht irgendwie. Komm, Fichte sieht gut aus. Matratze nehmen wir. Pastellrose. Komm, so. Naja, Matratze muss immer weiß sein. Bettzeug nehmen wir. Oh, das sieht schön aus. Grundlage. Das nehmen wir auch in. Oder. Nee, komm. Das nehmen wir in der Farbe. Primärfarbe, welcher ist denn das? Der Kissen hier. Nehmen wir dieses Grün. Zweitfarbe auch grün. Drittfarbe auch. Dann nehmen wir das. Oder wir nehmen anderes. Habe jetzt nicht gedacht, dass das da so hoch wäre. Schauen wir mal. Vielleicht irgendwie. Ja, das wäre auch doof. Diese Herzen-Dinger da, nee. Zumindest nicht für diese Wohnung. Einzelbett. Wie groß werden das? Ja, würde passen, aber der hat kein Kissen, kein Decken und so weiter. Wäre ein bisschen doof. Was gibt es denn hier noch? Oder Doppelbett Warmy. Zebraholz. Ja, die Ulme nehmen wir. Ah, auch nicht so viele Farbmöglichkeiten hier. Dann nehmen wir den hier. Bettzeug. Und Holz nehmen wir. Den. Ah, das wird auch sogar gut dahin passen. Perfekt. So, das wollen wir da haben. So, passt gut. Dann Nachttische. Was nehmen wir denn da für einen Nachttisch? Ich glaube, sowas würde gut passen. Dann nehmen wir hier auf. Ja, das wird hier gut hinpassen. Ja, okay, mit der Lücke da. Bloß besser. Dann wollen wir hier noch einen Schrank hin haben. Ankleidesets. Eine Kleiderschränke hier. Aber ich würde sagen, sowas in der Richtung. Da haben wir hier amerikanische Ulme. Blau, hellblau, weiß. Vielleicht hier haben wir denselben noch mal. Gibt es hier auch? Nee. Heller Kleiderschrank.
Nee. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier ja kein Ankleidezimmer oder sowas. Oder wir nehmen den. Da haben wir einfach noch mal dasselbe. Obwohl, der könnte auch gut hierhin passen. So, geht das noch ein Stück hier und komm, das machen wir so. Kann man hier vor auch noch einen Spiegel hinhängen oder so. Und dann hier dunkel. Und das kommt dann hier hin, oder? Ja, so sieht gut aus. Dann brauchen wir jetzt noch einen Spiegel für hier. Wo gab's Spiegel? Spiegel. Kleines bisschen nach hier hin. Ja, so sieht gut aus. Also eigentlich im Groben wären wir mit dem Haus hier fertig. Zumindest drinne. Ja, dann hier im Keller haben wir auch alles fertig. Sieht schon geil aus. Warum will auf einmal die Familie das hier haben? Würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Rasenmäher. So. Jetzt bleibe ich da hängen. Toll. So gehen wir hier einmal drumherum. Ach ne. Das finde ich doof, dass ich an dem nicht so einfach vorbeikomme. Ja, jetzt hänge ich da fest. Auch ganz schön viele Regenrinnen, das Haus. Hier nicht Regenrinnen, sondern diese Abflussrinnen hier, oder wie nennt man die Dinger? Hier da an der Wand. So. Oh, hier liegt noch Müll rum, sehe ich gerade. Wir können auch gleich noch was für den Garten hier machen. Noch ein bisschen mehr, sobald wir den Rasen fertig gemäht haben. Mit 14.000 können wir noch bisschen was hier erledigen.
Ihr seht, wir machen jetzt so. Aber ich feiere es, dass wir hier auch mittlerweile so ein Rasenmäher haben. Seit dem Garten-DLC. Denn vorher waren die Gärten immer so schrecklich, ey. Das war einfach absolute Hölle, wie groß der Garten war. Dass man da einfach, also wie groß der Rasen war, meine ich, Entschuldigung. Und dass es einfach immer ungepflegt aussah. Klar, es ist immer dann auch ein bisschen langweilig, so immer den Garten zu machen, immer so Rasen zu mähen. Aber es sieht trotzdem im Nachhinein dann immer besser aus. Mach mal so. Mach mal so. Und da lang. Und hier jetzt. Hier ist noch so viel Müll, was ich übersehen habe. Krass, ey. Das ist echt krass viel Müll. Ich hoffe, die Nachbarn fühlen sich auch nicht belästigt, dass ich hier jetzt mitten in der Nacht einen Rasen mähe. Obwohl es schon früher morgen. Dann den Trimmer. Da haben wir auch noch ein bisschen was. So, hier die Kleinigkeiten. So, hier noch der Müll. Da haben wir noch was. Ja, okay. Nein, das. So, den wollen wir nicht. Warum können wir nicht verkaufen? Wollen wir auch nicht. Da haben wir noch einen Busch, den wollen wir nicht. So, dann Trimmer. Hier sehen wir gar nichts, also ich sehe hier nichts. Hier noch was. Hier muss ich vielleicht einen Rollrasen noch mal drüber legen. Die lassen wir da, die sehen schön aus. Aber hier ist noch ein bisschen was. Hier muss ich auch vielleicht Rollrasen drüber. Da ist noch sehr viel. Oder ist das vom Nachbarn? Das ist vom Nachbarn alles hier. Hier haben wir noch was. Auf jeden Fall markiert da oben auf der Map. Jetzt nicht mehr. So, einmal drumherum haben wir alles. Ich glaube schon. Hier haben wir nichts mehr. Licht können wir, glaube ich, schon ausmachen. Ne, noch nicht. Hier ist noch was. Ja, gerade an diesen Ecken ist immer was. So, dann würde ich hier Rollrasen, Bodendeckungen, Grasrolle,
Rollrasen. Ja, machen wir das. Und einmal so und wie, man kann Gras nicht auf dieser Rolle, auf diesem, dieser Fläche entrollen. Warum nicht? Dann machen wir einmal ganz kurz so. Dann können wir gleich, auf jeden Fall. Ja, jetzt können wir. Hier ist aber noch ein bisschen was. So. Da haben wir aber noch was. Man kann nicht Gras auf dieser Fläche entrollen. Warum nicht? XS. Ja, hier geht's. Okay. Und dann brauchen wir hier noch einmal. Auch nochmal XS. Auf einmal funktioniert's. Warte mal. Nein. Hier ist irgendwo noch eine Stelle. Ja, da. Sieht man nicht mehr. Egal. Jetzt können wir Licht ausmachen. Aber ich würde sagen, wir verkaufen das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt keine Ideen für einen Garten gerade. Und wenn die Familie meint, die sei da glücklich, dann reich ein Gartenwettbewerb ein. Versteigere das Haus. Ja, komm, wir versteigern das. Du hast das gekauft für 82.000. Das Grundstück hat eine Fläche von 642 Quadratmeter. Über 110 Quadratmeter verfügt das Haus. Anzahl der Zimmer 8. 8 Zimmer? Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 14.849, ja. Deine Arbeitszeit in diesem Haus beträgt 2 Stunden 22 Minuten. Ja, wir gehen einfach mal hier hin. Und mal schauen, was wir hier noch bekommen könnten. Ja. Zwei Badezimmer sind in Ordnung, doch eins mehr wäre noch besser. Ich brauche mehr Schlafzimmer. Ja, warum wollt ihr dann das? Das ist definitiv nicht für euch gedacht worden. Aber komm, wir sagen mal, wir wollen ein bisschen mehr. Sagen wir um die, ja, so viel wollen wir. Wir wollen so viel mehr. Könnt ihr weiterverkaufen? Nice, dann kriegen wir 30.000. Und nehmen wir an.
So. So, hier. Nein, nicht mit Wasser. Ich will da kein Wasser rein. Nee, ne? So, hier mit Nahrung füllen. Ja. Und hier nochmal Wasser nachfüllen. So. Narex? Naru? So, was machen wir mit ihm jetzt? Gut. Bürojob? Hä? Ist das neu? Naja, wir wollen ihn nicht zum Job mitnehmen. Aber komm, wir streicheln ihn mal. Ja. Rex, du kannst auch reinkommen. Ich will hier jetzt. Ich will jetzt Futter reinmachen und nicht Wasser. So. Gehen wir hier. Und sehen uns mal neue Aufträge an. Max Tölpel. Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Hey, ich habe ein neues Auto gekauft. Das alte würde ich einfach in der alten Garage in der Vorstadt lassen. Aber in der Garage ist so viel Müll, dass ich nicht einmal weiß, ob ich dort überhaupt reinfahren könnte. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe? Wenn ihr zusätzlich das Auto putzt, das dort steht, zahle ich extra. Gruß Max. Alles klar. Dann machen wir mal das. Oh. Sieht auch nicht gerade schön aus. Ja, er hat jetzt nur von der Garage gesprochen. Ja, hier draußen brauchen wir eigentlich zum Glück nichts zu machen. Aber, erstmal das alles weg. So. Den will er noch behalten, okay. So, hier. Ah, nice. Und dann hier Fenster noch. So. Erstmal den ganzen Dreck hier. Ja, da frage ich mich auch eigentlich, wie kann man etwas so krass verunreinigen? Komm, Auto müssen wir auch noch sauber machen. Können wir machen auf jeden Fall. So, Bereich vom Auto ist sauber. Jede Menge. Ah, nice, neuer Fertigkeitspunkt. Und aufräumen um 75% schneller. Nice, das ist das Letzte, was wir hier bräuchten. Hier haben wir alles. Hier, nice. Das hier muss ich jetzt noch aufleveln. Und das hier. Aber da kommen wir noch auf jeden Fall zu. Das haben wir durch. Das haben wir durch. Es sind nur noch die beiden hier. Dann sind wir vollständig geskillt, wenn wir das fertig haben. Da freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. So.
Der Raum ist fertig, Auto ist sauber. Kriegen schon 4000 für. Nice. Ja, hier müssen wir auch noch. Den ganzen Müll. Ups, da war wieder ein Ruckler. So, ich würde sagen, die sammeln wir dort. Ja. Dann lassen wir den da oben drauf. Ja, dann lassen wir das so. Räumen den Müll auf. Hier liegt noch irgendwo rum Müll rum. Da. So. Einmal alles putzen. So, und hier irgendwo. Ja, und das hier. Nice. Dann noch Fenster. Boah, so ein Fensterputzgerät hätte ich wirklich gerne privat, wirklich. Und sind fertig hier. Garten machen wir jetzt nicht, weil es ist nicht unsere Aufgabe und extra Geld kriegen wir auch nicht. Kann er sich selber drum kümmern. Er hat auch nicht gesagt, dass es irgendwie noch ein Sonderdings gibt. Deswegen können wir Auftrag beenden. Hallo? Reagiert er gar nicht drauf. Auftrag ist fertig. Wenn du das Haus verlässt, wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Er reagiert gerade gar nicht. Hallo? Wir sind aber fertig damit. Das Spiel reagiert gerade gar nicht, warum auch immer. Hallo? Bin ich hier? Auftrag beenden. Auftrag beenden. Auftrag beenden. Enter. Stecke ich jetzt in dem Level fest? Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal vorerst die Aufnahme und dann schauen wir gleich mal, ob das wieder flüssig funktioniert. Und danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.